Hallo, ihr Lieben. Ja, ich bekomme ein Update für euch, ein Energieupdate für April 2023. Die Energien sind ganz schön im Umbruch. Der ein oder andere hat es auch gemerkt und mir schon geschrieben, dass sie eben wahrnehmen, dass die Energien im Moment sehr stark sind und es große Umwälzungen gibt, auch in jedem Einzelnen von euch. Jeder spürt das ein bisschen anders. Manche sagen, sie sind so gut drauf wie noch nie, fühlen sich frei und leicht. Aber es gibt auch einige, die eben berichten, dass sie sich niedergedrückt fühlen, das Gefühl der Sinnlosigkeit empfinden. Das Gefühl haben, dass sie in einem Hamsterrad stecken, aus dem sie nicht wieder herauskommen, auch geistig, wo sie sich selbst im Wege stehen. Was hat das jetzt alles mit den Energien zu tun in diesem Jahr? Ja, das haben wir ja nicht erst seit 2023, aber wir gehen immer mehr auf ein Finale zu. Deswegen haltet euch bereit. Es geht gerade so richtig los. Im Moment erleben wir gerade die Ruhe vor dem Sturm. Im Außen passiert scheinbar nicht so viel. Wenn man aber genau hinschaut, passiert im Außen auch sehr viel. Und wenn du dich zurückziehst und konzentrierst dich auf dich selbst, nimmst du vielleicht wahr, dass dort auch große Umwälzungen stattfinden. Die Frage steht immer wieder an. Wofür entscheidest du dich? Was ist dir wirklich wichtig? Willst du dem ja, einen dienen oder willst du dem anderen dienen? Und dabei ist die große Überschrift, wie ich das von der höchsten göttlichen Ebene empfange und auch von den Experten von der höchsten göttlichen Ebene, dass es eigentlich darum geht, wem du dienst und ob du dir selbst dienst. Oder ob du versuchst, es anderen recht zu machen oder auch einfach nur versuchst zu überleben, ob es dir wichtig ist, was die anderen Menschen von dir denken, dann verlierst du sehr viel Energie. Denn was die einen von dir wollen, wollen die anderen noch lange nicht und du wirst dir nicht selbst gerecht. Im Moment scheint es so, als würde sich in gewissen Bereichen in Deutschland eine große Spaltung vollziehen, eine Spaltung zwischen Gut und Böse, eine Spaltung zwischen richtig und falsch. Nun gibt es diese Spaltung im energetischen, auf der höchsten göttlichen Ebene ja eigentlich gar nicht. Das heißt, jede Art der Spaltung, die du erlebst, ist eine Trennung in deinem eigenen Geist. Nun schwinge ich mich darauf ein und schaue, welche Botschaften die höchste göttliche Ebene und ihre Experten für dich haben. Ich gebe jetzt erst einmal den Kanal frei für die höchste göttliche Ebene und schau mal, was da für dich jetzt in Erscheinung tritt. Die höchste göttliche Ebene zeigt mir ein Bild, wie die Menschen sich eingekapselt fühlen in eine Hülle der Überforderung und auch der Erwartungshaltung anderer. Erwartungshaltungen, die vielleicht an dich gestellt werden. Und du hast das Gefühl, egal was du tust, du kannst es den anderen nicht recht machen. Unter dieser Haube der Erwartungen fragst du dich, wer du eigentlich bist, was du wirklich willst. Du fühlst dich vielleicht nicht so verbunden mit der höchsten göttlichen Quelle, mit der schöpferischen Liebe, der Kraft, die in uns allem eigentlich ja auch wohnt, die in uns fließt unaufhörlich. Doch mit dieser Haube um dich herum, mit dieser Kapsel, fühlst du dich abgetrennt und an deinen wahren Bedürfnissen und deinem wahren Sein ein Stück weit entfernt.
Die höchste göttliche Ebene zeigt mir, dass es jetzt darum geht, diese Kapsel aufzulösen, indem du äußere Faktoren versuchst erst einmal zu ignorieren und dich mit dir selbst hinsetzt und vielleicht mal meditierst und in dich schaust, was ist da eigentlich, was gesehen werden will? Was sagen deine inneren Kinder? Wonach dürstet es ihnen? Ja, die Schöpfung teilt mir auch mit, dass es wichtig ist, dass du deine eigenen Gedanken, wenn du sie nicht ignorieren kannst, in Frage stellst, woher das kommt, dass du so denkst, und dich einfach nicht auf sie einlässt, sondern ihnen einfach nur zuschaust, wie sie vorbeiziehen, wie Wolken. Nach und nach wird sich diese Hülle, diese Kapsel, diese trennende Käseglocke um dich herum so Stück für Stück auflösen. Ich erlebe, dass es im Augenblick unglaubliche Unterstützung gibt von der höchsten Ebene für jeden, der jetzt aus dieser Matrix aussteigen möchte. Vielleicht nochmal zur Erläuterung für alle, die mich und meinen Kanal vielleicht noch nicht richtig kennen. Mein Name ist Nicole Susanne Ranke und ich bin hellsichtige, spirituelle Lehrerin, Seelenleserin und ich lese auch in der Akasha-Chronik und helfe Menschen seit über 30 Jahren, sich zu befreien von Altlasten, von Verstrickungen, um wirklich frei zu werden und das zu leben, was die Menschen in ihrem Inneren als Seele auch wirklich sind und wofür sie auch wirklich hier sind, nämlich ein glückliches und unbeschränktes Leben. Und wenn ich von der höchsten göttlichen Ebene rede, dann spreche ich nicht vom Christentum, ich spreche nicht von irgendeiner Religion oder irgendeinem vermeintlichen Gott, männlich, weiblich oder sonst was, sondern ich meine immer die allerhöchste Kraft, die auch in dir fließt, mit der du verbunden bist, und der kausalen Ebene, die uns alle durchfließt und die auch in allen Pflanzen, allen Wesen vorzufinden ist. Wer sie sehen möchte, kann sie sehen. Wer sie spüren möchte, kann sie spüren. Wenn du dich auf den Weg machst, dort wieder anzukommen, bei dir selbst, in deiner inneren Mitte, dann wirst du dort eines Tages auch ankommen. Vielleicht nicht sofort, weil manches, was du gelernt hast, sich dir in den Weg stellt. Doch alleine die Tatsache, dass du dich auf den Weg machst und beharrlich weitergehst, wird dazu führen, dass du alles hinter dir lassen kannst, was dir nicht mehr dienlich ist, um die zu sein, die du wirklich bist, um der zu sein, der du wirklich bist, was auch immer das sein mag. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass viele Menschen nicht das sind, was sie sind, sondern eine Kopie von dem, sie glauben sein zu müssen, gar nicht wissen, wer sie wirklich sind. Wir sind in unserem Inneren reine Liebe und Freude, natürlich auch Selbstliebe, auch die Liebe zu anderen. Und das ohne Grenze, ohne irgendwas dazwischen. Die Liebe zu sich selbst ist die Liebe zum anderen. Und wenn das nicht so ist, dass die Liebe zum anderen nicht auch die Liebe zu dir ist, dann ist es keine Liebe. Dann ist es ein Bedürfnis, was aus deiner Kindheit kommt. Ja, und wenn du dich fragst, wie du denn diese Verbindung zur Schöpfung stärken kannst und lernen kannst, dich selbst zu lieben, dann lad dir gerne mein kostenloses E-Book herunter, was ich dir hier unten in die Videobeschreibung gelegt habe als Link, wo du direkt dich eintragen kannst und das Buch kostenlos
herunterladen kannst mit den 9 goldenen Regeln der Selbstliebe. In diesem Jahr 2023, es ist wirklich eine ganz, ganz besondere Zahl und ein besonderes Jahr, wird sich eine große Wandlung vollziehen, in der du dich befreien kannst von allem, was du nicht wirklich bist. Du wirst vielleicht auch hinterfragen, was du beruflich tust, ob deine Partnerschaft noch in Ordnung ist, wie du dich bisher in deiner Verwandtschaft und in deiner Nachbarschaft verhalten hast, ob das noch stimmig ist mit dir selbst. Und du bekommst die Chance, die Möglichkeit, alte Glaubenssätze hinter dir zu lassen. Manches wird sich von ganz alleine auflösen. Ja, manches braucht vielleicht nochmal einen tieferen Blick von dir, eine heilende, helfende, begleitende Hand, um diese karmischen Zusammenhänge zu erkennen und auch zu lösen. Ich beobachte in meiner Praxis, dass es ganz viele Menschen gibt, die im Moment viel klarer erkennen, dass sie das nicht mehr sein wollen, was sie auch in Wirklichkeit nie wirklich waren. Die höchste göttliche Ebene sagt, dass noch nie die Stimmen der Verführung, dich in eine falsche Richtung zu locken, größer waren in den letzten 80 Jahren bis heute, nie stärker waren als heute. Und dass du genau schaust, ob das stimmig ist, ob das aus deinem Inneren heraus die Wahrheit ist. Es ist wichtig zu unterscheiden, ob du da einsteigen möchtest und die Menschen einfach mit deiner Energie bedienst und dich hinterher selber leerer fühlst. Oder ob du die anderen so sein lassen kannst, wie sie wirklich sind, ohne sie zu bewerten, zu beurteilen, aber einfach auf das Spiel nicht einsteigst, weil das ist der einzige Weg, auf dem du deine eigene Energie nicht vergeudest und verlierst. So bleibst du wirklich bei dir, wenn du die Menschen weder verändern willst, noch darauf einsteigst. Damit meine ich nicht, dass du auf Nachrichten nicht mehr antwortest oder dich still einfach zurückziehst. Nein, das ist feige und das ist ein sich verstecken. Damit verstärkst du die Glocke, die dich grenzt, abgrenzt. Denn es geht immer darum, den Konflikt, der in dir auftaucht, zu sehen und ihn auch in dir zu lösen. Und wenn du dich einfach abwendest, still, dann bist du immer noch innerlich im Kampf gegen dich selbst. Und dann wirst du keine Kraft haben, neue Projekte anzugehen. Dann richtet sich diese Wut und diese Energie gegen dich selbst. Das ist auch nicht die Lösung. Es ist so wichtig, dass du die Menschen erkennst in ihrem Leid, in ihrem Hadern, ohne verächtlich zu werden, ohne zynisch zu werden, ohne sie zu verurteilen, zu entwerten. Einfach nur zuschaust, trotzdem bei dir bleibst. Das wird dann nicht dazu führen, dass du dich abwendest. Ja, vielleicht manchmal schon, wenn es nicht anders geht, aber ich beobachte, dass viele Menschen einfach im Augenblick sich auch abwenden, aber den Konflikt nicht lösen. Und das würde dich immer wieder an die Stelle zurückbringen, wo der Konflikt entstanden ist, nur in anderen Situationen. Deswegen ist es so wichtig zu schauen, okay, was macht es mit mir? Warum macht es das mit mir? Wo kommt das her? Wann hat mich das schon mal so verletzt? Was sagt mein inneres Kind? Woran kann ich mich erinnern? Wann war das schon mal so? Was braucht es von mir jetzt? Nimm dir diese Zeit, um wirklich mit dir zu sein. In diesem Jahr 2023 kannst du dir selber ein ganzes Stück weit näher kommen als sonst, weil die Energien auf der Erde und im Universum sich erhöht haben und sich immer weiter erhöhen, was du erst merkst, wenn die äußeren Ablenkungen ruhiger werden.
Damit diese Ablenkung dich nicht zu erreichen, es ist wichtig, das einfach zu beobachten, ohne darauf einzusteigen. Selbst wenn dich jemand beleidigt, schau es dir an und werte es nicht. Es ist sein Zirkus, seine Bühne, nicht deine. Schau, macht es was mit dir, dann gibt es etwas, was nicht geheilt ist. Macht es nichts mit dir und hört der andere nicht auf. Geh weiter. Geh einfach weiter und kümmere dich um dich. Und kümmere dich um das, was wirklich wichtig ist. In dir, was Heilung braucht. Öffne dich wie ein Lotus. Und du wirst die kosmischen Energien, die wirklich viel höher sind, viel deutlicher spüren. Und dann ist es egal, ob es Portaltage gibt oder einen Sonnensturm. Es wird dich einfach nicht anfechten. Weil du in dir klar bist, dann hört diese Käseglocke auf zu wirken. Sie löst sich einfach auf. Und um dich herum entsteht ein ganz, ganz natürliches Feld, rund wie eine Kugel, was dich schützt und was alles einlädt, was konstruktiv und schöpferisch ist. Ganz natürlich und von ganz alleine. 2023 werden viele Dinge auf dich zukommen. Und im April bricht gerade der Frühling an. Wir erleben gerade, dass die Knospen hervorbrechen und sich zeigen. Und so wie die Knospen hervorbrechen und nach Sonnenlicht sich ausstrecken, so streck du dich aus zur göttlichen Schöpfung hin. Und atme die Kraft, die Sonne, die Luft, die Energien. Und lass dich nicht beirren. Du bist wunderbar. Du bist ein wundervolles Wesen in deinem Inneren. Vergiss das nicht. Die Schöpfung liebt dich. Sie hat dich immer geliebt. Sie wird dich immer lieben. Sie trägt dich. Auch dann und gerade dann, wenn es draußen stürmisch ist. Vertrau darauf. Geh deinen Weg. Ja, das ist die Botschaft, die ich für April 2023 für euch habe. Vielleicht kennst du ja jemanden, für den diese Botschaft auch gut und richtig sein könnte. Dann sende dieses Video sehr gerne weiter. Auch wenn es nur ein Audio ist. Aber so konnte ich mich besser konzentrieren auf die Inhalte, auf das konzentrieren, um was es wirklich geht. Ja, und vielleicht sehen wir uns bald wieder in einem anderen Video. Darüber würde ich mich sehr freuen. Schau gerne mal hier am Ende, verlinke ich dir ein Video, wie du durch Meditation in deine innere Mitte und den inneren Frieden findest, um dich noch besser mit der Schöpfung anzubinden. Ja, und wenn dir das gefallen hat, abonniere unbedingt meinen Kanal. Lass mir einen Daumen hoch nach, ein Like. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ja, vielleicht bis bald. Deine Nicole.